sind wieder unterwegs, weiter in Richtung Norden von Portugal. Auf der Nationalstraße durchfahren wir so einige Orte, von denen jeder seinen eigenen Charme hat. Von Figueira da Foz aus folgen wir jetzt einem langen, endlosen, weißen Strand, der in Europa wohl einmalig ist. Unser Ziel liegt hinter Porto, das wir bereits mehrfach besucht haben. Auf etwa der Hälfte des Weges liegt die Stadt Aveiro, die mit ihren Kanälen durchzogen ist und darum wohl den Spitznamen Venedig Portugals hat. Bereits vor dem Erreichen der Stadt sehen wir einige der Moliseidos, einem speziellen Bootstyp, den man nur hier findet. Auf diesen Booten kann man Ausflüge auf der Ria unternehmen, die übrigens, genau wie die Ria Formosa an der Algarve, durch das große Erdbeben entstand. Diese Kanäle ziehen sich durch das Stadtzentrum. Wir folgen der Hauptstraße und gelangen an den liebevoll mit Azulejos restaurierten Bahnhof der Stadt. Ein wirklich schönes Städtchen, das wir uns noch einmal ansehen möchten bei einem späteren Besuch. Weiter geht es. Wir fahren an Porto vorbei, um nach Angeles zu kommen. Hier werden wir auf Rat unseres Freundes Erminio ein paar Tage bleiben und das stellt sich nicht als Fehler heraus. Wir stehen auf dem Campingplatz unter hohen Bäumen, etwa einen Kilometer vom Meer entfernt. Wir haben Glück mit dem Wetter. Blauer Himmel, eine freundliche Sonne, aber es weht ganz ordentlich, was dem Trocknen von gewaschener Wäsche recht dienlich ist. In Angeles wird aktiv gefischt. Es gibt eine eigene Fischversteigerungshalle und um diese herum haben sich zahllose Fischrestaurants etabliert, wo es nur frischen Fisch auf den Tisch gibt. Da kann man sich dann auch immer auf Erminio verlassen. Er weiß, wo es gut schmeckt. Wir kommen in den Genuss von gegrillten grünen Miesmuscheln. Marinierten Seeschnecken. Und gegrillten Fisch. Und während der Atlantik seine Wellen von Westen her gegen den Strand schiebt, geht auf der gleichen Seite die Sonne unter. Ja, und das passiert jeden Tag.